Ja, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten alle eine gute Mittagspause, konnten die Zeit nutzen, sich ein bisschen stärken, um auf den weiteren Nachmittag hier gut vorbereitet zu sein. Ich begrüße ganz herzlich alle, die uns digital zugeschaltet sind. Und ich begrüße ganz herzlich alle hier in Berlin auf der Mainstage, die jetzt hier im Publikum sitzen und dabei sind. Wir wollen jetzt ein bisschen diskutieren und ein bisschen reden. Sie sehen es schon, die Bühne ist gut gefüllt. Und wir wollen darüber reden, was eigentlich nach Corona geblieben ist von den ganzen digitalen Veränderungen. Corona ist vorbei, kann man jetzt sagen. Zumindest für unsere Diskussion wollen wir das jetzt mal so setzen. 3 Jahre Pandemie, von jetzt auf gleich mussten Studierende, Lehrende sich umstellen. Auf den digitalen Betrieb. Und die Rede war da ja sehr häufig von so einem richtigen Schub, Digitalisierungsschub, den es gegeben hat. Und das Hochschulforum Digitalisierung hat das zum Anlass genommen, um mal zu schauen, gab es diesen Schub denn wirklich? Wie ist der Stand der Digitalisierung an den Hochschulen jetzt? Und hat eine Studie gemacht, den Monitor Digitalisierung 360 Grad. Und die Ergebnisse davon, die wollen wir heute uns anschauen und ein bisschen auseinandernehmen und zerpflücken und diskutieren und drüber reden. Und wir wollen fragen, ja, gab es den Schub wirklich? Wenn ja, was hat der Schub denn da bewirkt und wo können wir da jetzt anknüpfen? Und wenn nein, woran lag es denn und was hätten wir denn vielleicht auch besser machen können? Und ich freue mich sehr, dass ich 5 Gäste habe, mit denen ich das Thema heute diskutieren darf. Ich möchte sie kurz vorstellen. Julius David Friedrich ist da. Er ist im Zentrum für Hochschulentwicklung als Projektleiter des Hochschulforums Digitalisierung tätig und baute das auch federführend mit auf und seit der Gründung 2014. Genau. Und er hat den Monitor betreut und kann sozusagen auch aus der quantitativen Perspektive heute auf das Thema blicken. Schön, dass du da bist. Andrea Frank ist da, stellvertretende Generalsekretärin und Mitglied der Geschäftsführung des Stifterverbandes. Und sie ist viel unterwegs an den Hochschulen und im Gespräch mit den Hochschulen und kann heute vielleicht so eine Vogelperspektive für uns einnehmen. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich ganz herzlich Christoph Jansen. Er ist Präsident der Hochschule Flensburg und in der Zeit der Pandemie war er auch Vorsitzender der Landeshochschulrektorenkonferenz dort. Da haben sich in Schleswig-Holstein 9 Hochschulen inhaltlich ausgetauscht zu dem Thema und er hat dann auch den Digitalverbund Schleswig-Holstein mit initiiert. Spricht also heute nicht nur für seine Hochschule, die ja eine typische deutsche Hochschule ist, sondern auch für diesen hochschulübergreifenden Verbund. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße ganz herzlich Alina Dieminger, Psychologiestudentin an der SRH Hochschule Heidelberg. Und sie ist ein sogenannter Digital Change Maker. Das ist beim Hochschulforum Digitalisierung so ein Programm, bei dem ganz gezielt die Perspektive der Studierenden in den Diskurs reingeholt wird. Und sie wird uns heute so ein bisschen erzählen, wie geht es eigentlich so den Studierenden mit dem ganzen Prozess? Was sind die Wünsche? Was läuft nicht? Schön, dass du da bist. Und ich begrüße Christian Hingst. Er leitet im Berliner Senat die Abteilung Hochschulen, ist also ein Politiker auf Landesebene und kann uns heute Einblicke geben und berichten, ja, was die Pandemie da in Sachen Digitalisierung auch politisch ausgelöst hat, welche Maßnahmen damit verbunden waren und welche Pläne und Programme es vielleicht noch für die Zukunft gibt. Schön, dass Sie da sind. Ja. Die Pandemie ist vorbei, das hektische schnell mal umstellen auf Zoom-Lehre auch. Vielleicht ist in der Zeit ja auch noch so ein bisschen mehr passiert. Und genau das möchte ich jetzt gerne einmal in so einem kurzen Blitzlicht von der Runde aus den unterschiedlichen Perspektiven hören. Wo stehen wir denn jetzt gerade eigentlich? Und ich würde gerne starten mit Julius Friedrich und würde tatsächlich auch ein kleines bisschen mehr Zeit einräumen als 2 Minuten für ein Blitzlicht, weil du uns ja noch so ein bisschen damit auch die Kernergebnisse der Studie zusammenfassen wirst. Ja, danke. Also habe ich jetzt 1 Stunde, ne? Nein, Spaß beiseite. Weil es ist ja, eine harte Aufgabe in drei Minuten. Ich versuche so ein Blitzlicht. Ich würde noch mal an einen Gedanken anknüpfen, den du aufgemacht hast. Vor 3 Jahren, was war da eigentlich? Also vor 3 Jahren sozusagen wurde ad hoc umgestellt. Umgestellt von einer Hochschule, die präsenzgeprägt war, auf reine Online-Lehre. Das sozusagen hat stattgefunden. Und wenn ich mir da Studien von damals angucke, haben 50% der Lehrenden erstmals Erfahrungen mit Digitalisierung in Studium und Lehre gemacht. Also das ist sozusagen, wo kommen wir eigentlich her? Wie war es sozusagen? Und jetzt ist ja die spannende Frage, was ist seitdem eigentlich passiert? Und was wir auch gesehen haben, das ist eben so ein bisschen formuliert mit Vorlesungen via Zoom. Das ist in der Zuspitzung gar nicht so falsch, weil wir haben erstmal das technisch Einfache gesehen. Und was war das?
wir kommen von einer Vorlesung, wir holen uns Zoom-Lizenzen, wir machen eine Vorlesung online. So, das ist so ein bisschen sehr zugespitzt. Natürlich ist das sozusagen nur ein Teil der Realität, es gab auch Vielfalt, aber es wurde jetzt erstmal das technisch Einfache gemacht. So, das ist sozusagen, das war diese Ad-Hoc-Umstellung und der Notfallmodus, der aber auch nochmal, glaube ich, was man erwähnen muss, gut funktioniert hat. Also die Lehre ist ja weitergegangen. Also es war sozusagen, Lehre hat stattgefunden, es konnte weiter studiert werden in dieser besonderen Situation. Also das soll jetzt, das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen mal die Rahmung, so, wollte ich damit aufmachen. Und der Monitor zeigt jetzt, das Thema ist auf einer Strategieebene angekommen. Also nahezu alle Hochschulen beschäftigen sich strategisch mit Digitalisierung in Studium und Lehre. Wir hatten eine repräsentative Stichprobe, da war nur eine Hochschule drin, wo angegeben wurde, wir haben in keinem unserer Strategiepapiere, ich sage jetzt sozusagen bewusst so verklausuliert Strategiepapiere, weil es gibt an Hochschulen diverse Strategiepapiere, wo Digitalisierung eine Rolle spielen kann, also sei es im Leitbild Lehre, aber auch in eigenen Digitalstrategien, das eine ist jetzt nicht schlechter als das andere, auch nochmal eingeschoben. Aber es gibt sozusagen niedergeschriebene Strategiepapiere. Aber das ist ja irgendwie nur der erste Schritt. Also es ist ja nett, wenn ich so ein Papier habe, aber ich drucke mir das ja nicht aus und stelle mir das in den Schrank und schön, wunderbar. Und ich glaube, da sind wir halt noch nicht bei, du hast es, glaube ich, eben Schub genannt, bei der Umsetzung. Also ich glaube, wir sind bei der Umsetzung noch nicht da, dass wir in der Breite eine Situation haben, dass Digitalisierung in der Breite eine Rolle spielt, zumindest so, wie ich sagen würde, so sollte es eine Rolle spielen. Also wir hatten auch vor Corona schon eine Situation, wo viele Hochschulen Lehre mit Digitalisierung angereichert haben. Aber da haben wir über sowas gesprochen. Ich mache eine Vorlesung, ich habe ein Klickersystem, zum Beispiel sowas wie Wer wird Millionär, ist ABC richtig, ich kriege ein Feedback so. Und ich glaube, das ist aber nicht sozusagen, sollte nicht die Zielperspektive sein. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der Schub auf Praxisebene steht noch auf. Um aber noch einen positiven Aspekt reinzubringen, der Monitor zeigt, 85% der Lehrenden sind motiviert, Digitalisierung in Studium und Lehre weiterzumachen. Also das ist, glaube ich, erstmal, wo man sozusagen Daumen hoch oder so machen müsste. So, Punkt. Waren vielleicht halbwegs 2 Minuten. Ja, super, vielen Dank. Also ich fasse nochmal zusammen. Kernergebnis, es ist Chefinnensache geworden, strategisch angekommen, das Thema. Und die Lehrenden sind motiviert, das zu tun. Und was ich auch noch spannend fand, das darf ich vielleicht noch ergänzen, was mich auch überrascht hat in dem Monitor, dass Präsenzlehre aktuell die vorherrschende Form ist. Das würde ich auch gerne nochmal hier mitsetzen, weil das für unsere Diskussion so als Basis ganz, ganz spannend und ganz wichtig ist. Und ich spiele den Ball direkt mal weiter zu Ihnen, Herr Janssen. Finden Sie sich mit Ihrer Hochschule oder mit dem Verbund, für den Sie denn da sprechen, in diesen Ergebnissen auch wieder? Wie ist da der Stand der Dinge? Das würde ich schon sagen. Ich würde vor allem bekräftigen, ja, es gab einen riesigen Schub. Ich versuche das mal aus Sicht der Lehrenden jetzt gerade zu beschreiben und so halb physikalisch ein Aktivierungspotenzial, was da angewendet werden musste vor 4 Jahren, wenn ich den Leuten gesagt hätte, Mensch, lasst uns doch jetzt mal Lehre digitalisieren und ganz viele Online-Formate ausprobieren. Da wäre ich nicht sehr weit gekommen. Das heißt, das Maß, in dem Lehrende jetzt eine Akzeptanz haben und auch den Mut offensichtlich hatten, haben mussten, digitale Formate auszuprobieren, das hat unglaublich geholfen, um einfach zu zeigen, es geht sehr, sehr viel. Trotzdem würde ich auch unterstreichen, wir sind wieder in der Präsenz angekommen und ich würde auch sagen, zum Glück in der Präsenz angekommen, denn es gibt von der Identität, gerade bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, für die stehe ich, natürlich sehr stark auch den Bedarf, nicht alles nur online zu machen, sondern da einen guten Mix zu finden und zu sagen, ja, wir sind eine Präsenzhochschule, welche Digitalformate helfen uns denn, Lehrinhalte noch besser rüberzubringen oder effizienter den Lehrbetrieb zu gestalten oder den Lehrenden, den Studierenden besser Möglichkeiten zu geben, den Stoff zu verdauen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt aus Sicht von Lehrenden und Studierenden. Eine Perspektive, die vielleicht auch manchmal in Vergessenheit gerät. Was ist mit den Verwaltungen der Hochschulen? Auch die haben ja erlebt, dass ihr Arbeitsplatz komplett umgestaltet wurde. Und auch auf diese Arbeitsplätze sind plötzlich zu modernen Arbeitsplätzen geworden. Mit ganz vielen virtuellen Remote-Anteilen, Arbeiten von zu Hause, Umorganisation der Arbeitsabläufe. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Vielleicht kurze Ergänzung. Wichtig, dass Sie sagen, für die Diskussion heute würden wir uns ein bisschen auf Studium und Lehre fokussieren, weil wir einfach nicht alles leisten können. Aber mich würde wirklich tatsächlich interessieren, und das gebe ich jetzt mal an Alina Deminger weiter, wie ist es denn gerade aktuell? Also wie sieht es aus? Gibt es ein Campusleben? Läuft alles online? Wenn ja, wie? Also wie ist der Stand der Dinge? Also ich habe mit Corona angefangen zu studieren. Oktober 2020 war mein erstes Semester und da war natürlich alles online.
Und jetzt ist es natürlich hin und wieder zu Hybrid oder auch natürlich in Präsenzformate zurückgeplätschert. Das hat sich auch länger hingezogen. Und im Großen und Ganzen sind jetzt vor allem viele Präsenzangebote an den deutschen Hochschulen. Oft werden dann auch immer noch weiterhin digitale Tools genutzt, wie zum Beispiel manchmal führt man jetzt auch Blended Learning Formate ein, was die Studierenden auch sehr unterstützen. Zum Beispiel es gibt diese klassische Vorlesung, die kann man dann zum Beispiel mit einem Video haben und dann werden Diskussionen und Austauschrunden in Präsenz in den Hochschulen geschaffen. Also das ist so ein guter Mittelweg, der ja schon bei manchen Hochschulen relativ gut umgesetzt wird. Außerdem haben wahrscheinlich sehr viele digitale Tools, die letztendlich eingeführt worden sind, während Corona wurde mitgezogen. Also bei mir in der Hochschule war das Moodle, also diese Plattformen wurden gefestigt und die werden wir auch weiterhin auch noch nutzen und ausbauen. Das mit dem Campusleben aufleben lassen, das ist ein längerer Prozess, glaube ich. Also die viele Studierende sind auch vielleicht ein bisschen fauler manchmal geworden. Also die haben sich schon gedacht, hey, es war schon schön, irgendwie zu Hause zu hocken und dann wirklich auch nur online alles zu machen. Also da musste man die irgendwie auch ein bisschen motivieren, wieder an die Hochschulen zurückzubringen. So hatte ich jetzt zumindest das Gefühl an meiner Hochschule. Aber da ist, fand ich es auch wichtig, dass irgendwie auch die Mitarbeitenden der Hochschule irgendwie sich auch ein bisschen dazu tun, weil, okay, wir gehen zu unseren Vorlesungen, aber sonst stehen wir nur vor geschlossenen Büros, weil alle Sprechstunden sollten dann bitte nur online über Teams laufen lassen oder bitte telefonisch oder per Mail. Also da wäre es natürlich auch schön, wenn dort auch nochmal mehr Austausch in den Büros herrschen kann und nicht nur geschlossene Bürotüren und der Vorlesungsraum ist offen. Und natürlich durch zum Beispiel durch die Studierendenteilnahme in unterschiedlichen Gremien, auch in den Fachschaften, in der Studierendenversammlung, das war unglaublich schwierig, die Studierenden damit einzubeziehen. Das ist auch nochmal ein längerer Prozess, wo halt das Studierendenengagement letztendlich jetzt wichtig ist. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Hochschulen irgendwie die Studierenden auch nochmal mit unterstützen könnten, dass es nochmal gefestigter wird, weil einfach die Fachschaften auch einen kleinen Durchbruch letztendlich wieder bekommen haben nach Corona, aber es ist schon anstrengend noch ein bisschen. Also da sind noch einige Wünsche offen, höre ich so raus. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal gerne den Blick weiten und Andrea Frankwagen fragen, was würden Sie sagen, wie wird jetzt gerade so gelernt und gelehrt an den deutschen Hochschulen? Was ist Stand der Dinge? Ich würde das gerne sozusagen das Quantitative ein bisschen ergänzen durch so einen qualitativen Eindruck, den ich in der letzten Woche gewonnen habe im Rahmen einer Jury-Sitzung, wo ich mit zwei Hochschulleitungen über das Thema gesprochen habe. Und die eine Hochschulleitung hat gesagt, unsere Leitlinie ist, alles muss zurück in Präsenz. Das ist sozusagen Vorgabe und die Lehrenden machen das nicht alle, aber das ist sozusagen das Mindset, Stichwort strategische Verantwortung auch für dieses Thema. Und die andere Hochschulleitung hat gesagt, wir haben jetzt ausgegeben das Ziel, dass wir die Lernerfahrung der Corona-Pandemie nutzen, um kooperativ in den Fachbereichen und Fakultäten darüber nachzudenken, wie wir unsere Lehre, egal ob analog, hybrid, digital, quasi seamless, hat sie gesagt, also nahtlos Lernszenarien entwickeln können, die das Lernen auch ganz neu denkt. Und so mein Punkt wäre auch ein bisschen anknüpfend, was ich heute Morgen gesagt habe, was ist eigentlich gute Lehre und was ist exzellente Lehre, wenn Digitalisierung nicht dazu führt, dass wir Lernen neu denken, auch neu denken im Sinne von, was brauchen eigentlich Menschen in Zukunft in einer digital transformierten Gesellschaft, dann würde ich jetzt mal überspitzt formulieren, brauchen wir die Digitalisierung auch nicht. Also so, das ist ja ein Fenster, was jetzt nochmal aufgeht, das gab es vorher auch schon und ich glaube, diese Aussagen der beiden Hochschulleitungen sind natürlich anekdotisch, aber ich glaube, sie stehen prototypisch für sozusagen unterschiedlichen Zugang zu der Frage, was machen wir mit dieser Digitalisierung, die wir erlebt haben. So ein eher diverses Bild. Ja. Ein vielleicht Bild der Extremen, würde ich es vielleicht in diesem Fall sogar nennen. Okay, vielen Dank. Wir können auf die Punkte ja gleich noch ein bisschen eingehen. Ich würde jetzt aber auch gerne Herrn Hingst noch fragen. So seitens der Politik ist ja auch einiges in Bewegung gekommen in diesen 3 Jahren Pandemie. Wo stehen Sie jetzt gerade? Also wir begleiten natürlich den gesamten Prozess und wir versuchen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass sie förderlich sind. Rahmenbedingungen heißt natürlich einmal rechtliche Rahmenbedingungen. Ich sage jetzt mal Anerkennung von Deputaten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich finanzielle Dinge gemacht. Für mich ist im Augenblick der spannende Punkt, gelingt es uns, die Erfahrungen, die gemacht wurden, jetzt quasi zu bewerten und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, was ist eigentlich gut gewesen und was wollen wir quasi weiterentwickeln?
oder braucht diese Phase so lange, dass wir eigentlich diese Chance verlieren, ja, und darauf eigentlich auf das Wissen vielleicht gar nicht zurückgreifen können. Da ist ja viel ad hoc gemacht worden in dieser Situation, als plötzlich sehr viel oder alles digital gemacht werden musste. Und da wurde natürlich viel probiert, wo man nicht wusste, ist das denn qualitativ gut oder nicht. Und ich glaube, da sind ja viele jetzt dran, das zu analysieren. Aber diese Zeit darf man nicht jetzt verstreichen lassen. Ich glaube, wir als Menschen fallen ja auch sehr schnell in Mechanismen wieder zurück, die wir gewohnt waren. Und wir haben viele Leute, die auch gar nicht dafür qualifiziert waren, als Professoren oder Professoren das zu machen. Und die vielleicht viele Jahre auch ihren Job ausgeübt haben und natürlich auch dort drin stark waren. Ja, und dass es da irgendwie normal ist, dass jetzt viele wieder in diesen Präsenzbereich zurückgehen, der auch total notwendig ist, weil persönliche Begegnungen auch total wichtig sind. Aber dabei dürfen wir die Chancen nicht verlieren. Und die Chancen sind für mich vor allem in zwei Punkten, dann höre ich auf. Einmal, was gibt es eigentlich an Instrumenten, die zu qualitativen Steigerungen in der Lehre führen? Punkt eins. Und der Punkt zwei ist der Zugang, ich sage jetzt mal, für Menschen mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen oder Leute, die vielleicht auch Care-Arbeit machen und deshalb gar nicht ständig in Präsenz sein können. Also welche Möglichkeiten haben wir da? Und da die Chancen zu entwickeln, das versuchen wir im Dialog mit unseren Hochschulen zu machen. Da haben wir eine begleitende, fördernde Funktion. Da würde ich gerne mal anschließen, so an diese Chancen der digitalen Lehre und das Präsenzvorhaben. Julius David Friedrich, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen weiter ausführen. Warum wird denn jetzt wieder so vieles in Präsenz gemacht? Ist das so eine bewusste Entscheidung oder sind alle ein bisschen online müde? Gab es da noch so ein paar weitere Infos in der Studie dazu oder wie ist deine Einschätzung? Also ich will noch mal einen Punkt vorwegschieben, weil ich das Gefühl habe, das kommt immer wieder dieses Schreckgespenst Online-Lehre. Also irgendwie Digitalisierung ist gleich Online-Lehre. Das kam schon irgendwie 2013, wir haben da diese Massive Open Online-Kurse und dann war so die mediale Diskussion und wir haben bald nur noch 5, 6 Hochschulen und der Rest ist online. So, und jetzt, glaube ich, kam durch Corona gefördert auch wieder in der Breite dieses Schreckgespenst, reine Online-Lehre. Ich glaube, das will, glaube ich, niemand. Ich glaube, es will niemand sozusagen in der Breite der Hochschullandschaft irgendwie reine Online-Hochschulen. Klar, es gibt Fernhochschulen, andere Zielgruppe, Stichwort berufsbegleitend und so, da hat das vielleicht eine Berechtigung. So, und ich glaube, wir müssen vermeiden dieses, wir spielen online gegen Präsenz auf. So, das ist mir nochmal wichtig, irgendwie vorwegzuschieben. Und dann ist für mich eher die Frage, was ist denn vielleicht auch die neue Präsenz? Du hattest es eben so ein bisschen ausgeführt mit, wie schön das war, dass da wieder Austauschmöglichkeiten waren. Das zeigen ja auch andere Studien. Die Studierenden haben darunter gelitten, dass ich vor meinem Computer saß und mich nicht austauschen konnte. So, und ich glaube, in den Gedanken müssen wir auch zukünftig stärker rein. Und dann Stichwort Präsenz. Und wo stehen wir jetzt eigentlich? Also ja, Präsenz ist wieder sozusagen, zeigt der Monitor, vorherrschende Lernform. Aber wenn ich das mit früheren Daten vergleiche, sehen wir einen Verschiebungseffekt. Wir haben nicht mehr so viel, ich nenne es mal reine Präsenz im Sinne von, da spielt Digitalisierung keine Rolle. Wir haben mittlerweile ein heterogenes Feld. Also wir haben neue Entwicklungen, wir haben sowas wie neu gekommen, Thema hybride, synchrone Lehre. Hat vor Corona keine Rolle gespielt. Also um das mal sozusagen plastisch zu machen, was meine ich damit? Hörsäle wurden mit Technik ausgestattet. Ich kann von überall teilnehmen. Also das sozusagen hat mich zum Beispiel überrascht, dass das sozusagen mittlerweile so verbreitet ist. Gerade bei Vorlesungen kam raus, bei 20% der Vorlesungen sind wir irgendwie auch in einem hybrid-synchronen Setting drin. So, da kann man, glaube ich, jetzt, da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, ist das jetzt eigentlich so der Zielpfad? Ich würde mal überspitzt gesagt sagen, ohne das jetzt im Detail zu beantworten, ich glaube nicht so. Aber mein Punkt ist, wir haben ein heterogenes Feld jetzt, glaube ich, an sozusagen Szenarien. Blended Learning ist ein Thema, das irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie auf dem Tisch liegt, was nach wie vor da ist. Was ich überraschend finde, was der Monitor jetzt zeigt, dass es gar nicht so verbreitet ist, wie ich jetzt vielleicht gedacht hätte oder auch gehofft hätte. Das vielleicht so ein bisschen als Status quo, ja, Präsenzlehre, aber wir sehen schon, auch wenn man es vergleicht mit anderen Studien, einen Verschiebungseffekt. Wir haben jetzt nicht mehr sozusagen den gleichen, wenn wir über reine Präsenzlehre sprechen, Anteil. Herr Janssen. Ich
hätte Ihnen jetzt eh das Wort. Wunderbar. Ja, das würde ich gerne noch kommentieren. Ich glaube, das ist eine Frage der Veranstaltungsarten. Bei Vorlesungen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass synchrone oder asynchrone Vorlesungsmodelle sehr gut taugen. Natürlich gibt es da auch qualitative Abstufungen, aber das ist ganz anders bei beispielsweise Laborveranstaltungen oder interaktiven Formaten. Da ist das deutlich schwieriger zu realisieren mit irgendeiner Art von digitaler Anreicherung. Selbst wenn man hybride Hörsäle macht, der wirkliche Interaktion im realen und im virtuellen Raum gleichzeitig ist extrem anstrengend, auch für die Lehrenden. Gerade kam der Begriff von Zurückfallen. Ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden. Zurückfallen können ja im Grunde genommen die Lehrenden nur, denn die Studierenden sind ja quasi eine Generation weitergezogen. Die meisten Studierenden, die jetzt im Studium sind, kennen ja nicht mehr die Zeit vor Corona. Und da finde ich es ganz wichtig, denen auch an die Hand zu geben, was ist im Hinblick auf die Lernprozesse wirklich das Förderliche für die Kompetenzziele, die wir den ganzen Studierenden mitgegeben haben. Und darauf sollte sich das ausrichten, nicht auf Optimierung von, wie ist es für die Studierenden gerade angenehmer, können die dann zu Hause wohnen bleiben, ist es günstiger, weil die dann nicht mehr so viel pendeln müssen, oder für die Dozierenden, für die Lehrenden, dass die dann sagen, ja, das war irgendwie ganz bequem, das von zu Hause aus zu machen. Das darf nicht führend sein. Es muss wirklich darum gehen, wie ist der Lernerfolg der Studierenden. Da würde ich gerne nochmal Alina Deminger zuhören. Das klingt jetzt so, als wäre das schon wahnsinnig sinnvoll didaktisch durchdacht, wann Präsenz und wann online. Wie fühlt es sich für euch Studis an? Da gibt es wirklich eine ganz große Differenz zwischen dem Dozierenden und ProfessorInnen und wirklich auch abhängig von der Hochschule, ob jetzt der Chef oder die Chefin letztendlich sagt, ja, wir müssen jetzt unbedingt Präsenz oder Digitalisierung umsetzen, war ja jetzt letztendlich auch bei dem Monitoring Digitalisierung bestimmt, ja, das ist fester Bestandteil strategischer Überlegungen geworden und letztendlich auch ChefInnen-Sache, da möchte ich einfach vor allem nochmal plädieren, aber warum werden die Studierenden nicht einbezogen? Also Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse ist doch am besten und am sinnvollsten. Wie können denn die Chefinnen wissen, was sich die Studierenden wünschen, was wir irgendwie auch brauchen, um eine gute Lehre auch umzusetzen? Also wir können ja auch immer regelmäßiges Feedback geben. Und strategische Themen kann man genauso auch mit Studierenden letztendlich besprechen, durch Evaluationen, durch eine Zukunftswerkstatt. Es gibt ja auch zum Beispiel unterschiedliche HIWI-Stellen, SDTA, Student Digital Transformation Agent, die Schnittstellen zwischen den Studierenden und Mitarbeitenden machen. Also, dass da einfach noch mehr Austausch kommt und dass es nicht nur Chefinnen-Sache ist oder nicht nur Lehrenden-Sache. Und es ist auf jeden Fall so, dass es didaktisch sinnvoll sein sollte, wann man welches Lernformat nutzt. Aber wie macht man das am besten? Ja, da muss man aber vielleicht die ProfessorInnen und die Lernenden auch an die Hand nehmen und vielleicht auch Weiterbildungen fördern und fordern. Und letztendlich müssen die ja irgendwie auch finanziert werden, weil es ist klar, dass die gar keine Kapazitäten haben, das noch in ihrer Freizeit noch umzusetzen. Aber da muss letztendlich die Hochschule auch die finanziellen Mittel auch zur Verfügung stellen, um letztendlich auch, dass sie ihre Mitarbeitenden letztendlich noch mehr weiterbilden. Aber wie ist es denn konkret? Wenn was online stattfindet, was ist das dann? Ist das ein aufgenommener Vortrag oder ist es Thema? Also das ist wirklich abhängig vom Professor oder Professorin. Ich habe zum Beispiel teilweise alles in Präsenz und dann habe ich nur Übungsaufgaben online zur Vertiefung. Es gibt aber auch KommilitonInnen von mir, die letztendlich alles noch online haben und mit Videos, die sie halt wunderschön bei Corona letztendlich gemacht haben. Die kann man jetzt ja noch weiterhin nutzen, 2 Jahre später und macht ja keine Arbeit mehr. Also da ist wirklich es so unterschiedlich sogar in meiner Hochschule schon und ich glaube, das spiegelt letztendlich auch ganz Deutschland ab und auch wirklich dieses, ich finde das, was ich gerade habe, sehr, sehr gut, also ich habe sehr viel Austausch mit den Studierenden, sehr viel Präsenz und alles, um zu festigen, mit Übungen, die gleich man im Moodle reinstellt, um nochmal Feedback zu haben und zu festigen, online, das klappt auch super und das wünschen sich, glaube ich, auch die meisten Studierenden, weil das wirklich eine gute Blended Learning Form letztendlich ist. Jetzt hattest du ja gesagt, da hättest du dir eigentlich ein bisschen mehr von gewünscht. Ja, ich wollte nochmal beide reagieren sozusagen, weil da würde ich mal noch eine Zahl einflechten. Also im Monitor zeigt sich, 2/3 der Studierenden wünschen sich multimedialere und interaktivere Lehre. So, und dann kann die Antwort nicht sein, wir machen jetzt hybride synchrone Vorlesungen. Weil das ist
nicht interaktiv und das ist, glaube ich, genau der falsche Weg, den man dann geht. So, was du eben gesagt hast, mit da sind Videos, so, da steckt ja eine Chance drin, würde ich mal sagen. So, da sind Videos, ich habe jetzt freie Zeit, Moment mal, was mache ich denn damit vielleicht? Was kann ich damit machen? Ich kann in Präsenz was ganz anderes machen. Ich kann in Präsenz in Austausch gehen, ich kann in Übung, da sozusagen hole ich jetzt mal aus der Versenkung so ein Format wie den Inverted Classroom. Viele aus der Community sagen jetzt, oh, kenne ich schon ewig, aber hat, glaube ich, nach wie vor seine Berechtigung und ist überhaupt nicht in der Breite sozusagen angekommen. Und genau da kann ich nämlich reingehen. Und dann bin ich in so einem Qualitätsgedanken. Dann rede ich auf einmal über andere Lehre und dann rede ich nämlich irgendwie, wie man immer so schön sagt, das Beste aus beiden Welten. Und dann wird es, glaube ich, spannend. Nicht, wenn ich irgendwie versuche, irgendwie mit Digitalisierung zu reproduzieren, was ich eh schon 100 Jahre mache, sondern wenn ich irgendwie neue Wege gehe. Da würde ich gerne das Wort auch nochmal Andrea Frank geben. Also gute Lehre ist ja euer Thema beim Stifterverband. Wie schätzt du das ein? Was ist passiert? Und hättest du dir mehr gewünscht? Genau, ich würde vielleicht nochmal das aufgreifen. Ich glaube, Herr Hingst, Sie haben das gesagt, neue Zielgruppen und noch jemand hat es, Bedürfnisse der Studierenden. Das waren so die zwei Stichworte. Dann komme ich auch gleich zu der Frage. Aber es hat bei mir nochmal ein bisschen getriggert, die Frage, reden wir, über welche Studierenden reden wir eigentlich perspektivisch in 10 Jahren? Also so, wir reden ja im Moment immer so sehr im Hier und Jetzt. Und wenn wir sehen, sinkende Studierendenzahlen, ich gucke mir Herrn Janssen an, das wird, glaube ich, dramatisch zunehmen an einigen Standorten, vielleicht auch an allen. Also das heißt, da ist sozusagen auch der Bedarf, neue Zielgruppen in den Blick zu nehmen. Und das sind ja nicht nur so im Sinne der Teilhabe, Herr Hingst, solche Zielgruppen, wo man irgendwie Barrieren abbauen will, sondern eben auch mit Blick auf die Fachkräftewende, also lebenslangen Qualifizierungsbedarf, der sich auch entlang einer Arbeitsbiografie entwickelt, auch Zielgruppen dort, ne? Die am Ende wahrscheinlich total relevant werden für Hochschulen. Und wenn man das so in den Blick nimmt, das ist jetzt so ein bisschen die Metaebene, aber ich glaube, wenn wir jetzt über über gute Lehre und neue Lernformen nachdenken, dann müssen wir überlegen, das tun wir ja nicht für die nächsten 2 Semester, sondern wenn wir investieren, Menschen, also Gedanken investieren, Geld investieren, Ressourcen investieren, dann denken wir das ja für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und das ist so ein bisschen mein Punkt, dass man, glaube ich, bei diesen Lernszenarien weg muss von dem, was Sie gesagt haben, hybride Vorlesungen, ne, das ist hin zu, wen bediene ich eigentlich mit solchen Formaten, mit welcher Erwartung kommen die an meine Hochschule, mit welchen Zeitbudgets, mit welchen Flexibilisierungsanforderungen etc. Und ich würde mir wünschen, das ist mein Punkt zur guten Lehre, dass man das deutlich mehr im Sinne von Lerntypen, die uns bevorstehen oder den Hochschulen bevorstehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dann auch direkt denkt in der Lehre. Und zwar nicht nur Teilzeit, nicht nur Zugang, sondern im Sinne von wirklich diverse Lerngruppen entlang einer Arbeitsbiografie. Das ist so ein bisschen der eine Punkt. Und ist da genug passiert? Ich glaube, es ist schon eine ziemlich hohe Anforderung an einzelne Lehrende, ihre Lehre neu zu denken. Und deswegen hat mir die Aussage von der einen Kollegin von der Hochschule für angewandte Wissenschaft, war das gut gefallen, die gesagt hat, die Aufgabe, die sie ihren Lehrenden stellen, ist, denkt genau über diese Perspektiven nach, wen habt ihr in 10 Jahren und entwickelt das gemeinsam, weil dann kann man es auch arbeitsteilig machen und nicht jeder muss so schlau sein, das selber zu können, sondern das, was ja auch eine hohe Belastung ist, die zusätzlichen Zeitressourcen, die in solche Innovationen fließen, kann man dann auch ein bisschen verteilen. Und ich glaube, das würde ich mir noch wünschen, dass man über solche, also wenn wir über Innovationen in der Lehre nachdenkt, überlegt, wie kann man auch in größeren Netzwerken, sei es innerhalb der Hochschule oder darüber hinaus, lernen, weiterdenken und damit auch ein bisschen die Last, die jeder Einzelne empfindet bei dieser Innovation, vielleicht reduzieren und gleichzeitig, wie gesagt, diese gesellschaftliche Perspektive mitdenken, dass wir in 10 Jahren andere Lernende haben werden, wahrscheinlich, meine Vermutung, als heute. Plädoyer für die Vernetzung, warum wir ja auch hier sind heute. Und das ist ja tatsächlich auch eines der Kernergebnisse, dass die Lehrenden motiviert sind, sich da fortzubilden und die Erwartungen, die wir alle haben an die gute Lehre, da muss man ja auch erstmal irgendwie hinkommen. Herr Janssen, aber der Monitor hat auch ergeben, Ihnen fehlt häufig einfach die Zeit. Wie können Sie als Hochschulleitung die Lehrenden da irgendwie unterstützen oder begleiten oder vielleicht auch Freiräume schaffen? Ja, Herr Hingst hat das eben schon angesprochen. Manche Dinge lassen sich beispielsweise im Rahmen von Lehrverpflichtungsverordnungen nachjustieren. Das ist auch bei uns in Schleswig-Holstein so passiert.
Natürlich sind trotzdem zusätzliche Belastungen bei den Lehrenden, die nicht komplett kompensiert werden können. Und insofern sind wir natürlich angehalten, auch Unterstützungsstrukturen zu bieten. Also als Beispiel unserer Hochschule haben wir ein Lern- und Sprachenzentrum gegründet, was sich natürlich auch mit dem ganzen Thema E-Learning, Unterstützung von Formatbildung, von Didaktik, Einbindung digitaler Elemente befasst. Und da versuchen wir natürlich sukzessive das gesamte Lehrportfolio anzureichern. Jetzt klang das gerade so an, als müsste da oben nur einfach irgendwann jemand sagen, macht mal, dann tun die das auch. Entscheidungsprozesse an Hochschulen sind da durchaus etwas anders, als man das vielleicht von anderen Organisationen kennt. Aber wichtig ist ja, dass man im Konsens sich einigt auf etwas, auf eine Stoßrichtung, in die man geht. Und damit wird man nicht jeden einzelnen Lehrenden, Lehrende überzeugen können. Das ist definitiv so, aber man kann zumindest Wege bereiten. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man das aufzeigt, dass man Beispiele gibt und dass man das bestärkt, was gut läuft. Aber ich fragte ja nach den Zeiträumen. Also der Monitor hat ja ergeben, die sind motiviert, aber es fehlt Zeit. Also da ist wirklich meine Frage, was kann man da machen? Ja, also da sind wir auch nicht beliebig in dem, was wir sozusagen an Gestaltungsfreiräumen da reingeben. Es gibt Verordnungen, in denen drin steht, so und so viel Lehre muss ein Lehrender entsprechend auch machen. Da kommen wir nicht drum rum. Man kann gucken, was kann anerkannt werden im Hinblick darauf, wenn spezielle digitale Formate geschaffen werden. Das ist dann einmalig. Im Fortlaufenden ist dann doch wieder die Herausforderung, wie kriegt man es organisiert? Wie unterstützt man sich gegenseitig? Wenn Module digital gut funktionieren, kann man die wiederverwenden. Auch da kann man über Hochschulen hinweg gucken und gegenseitig Anerkenntnis von den verschiedenen Modulen organisieren. Das ist durchaus denkbar, aber es bleibt ein Problem, klar. Herr Hinks, Sie hatten es vorhin auch angesprochen, Sie als Politik können solche Veränderungsprozesse auch begleiten. Was tun Sie denn da konkret jetzt mit diesem Blick auf die Weiterbildung von Lehrenden? Wie können Sie einen solchen Prozess auch seitens der Politik unterstützen und begleiten? Also erstmal finde ich die Herausforderung sehr schwierig. Wir haben eben gehört, wenn man digitale Formate wiederverwendet, steht ja zusätzlich Zeit zur Verfügung. Ja, es könnte ja, sagen wir, die Lehre dann ganz anders machen, ganz andere Form der Lehre finden. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass wir auch noch eine Diskrepanz zwischen Forschungs- und Lehrreputation haben und wir uns dann die Frage stellen, selbst wenn es uns gelingt, Freiräume zu schaffen, was passiert da? Und selbst wenn sie nicht in die Forschung nur gehen, viele Lehrende sagen auch, dass die Aufgaben, die sie bei Gutachten oder Verwaltung haben, sie auch belasten. Also ich glaube, das ist für mich noch gar nicht klar, wo Freiräume tatsächlich hingehen. Und ich glaube, da müssen wir in den Dialog gehen. Und wenn es Entwicklungen gibt, die nicht zielgerecht sind, müssen wir dann im Endeffekt versuchen, mit den Hochschulen da irgendwie uns auf Ziele zu verständigen. Wir machen ja sehr viel Regelungen als Land über Zielvereinbarungen, wo wir sagen, was wollen wir und wer hat was zu leisten. Was können wir sonst tun? Ich hatte das Thema Lehrverordnung schon gesagt. Man kann natürlich die Erstellung von Materialien anders berechnen. Da hat Herr Janssen jetzt auch darauf Bezug genommen. Also, dass man sagt, das ist ja aufwendig zu tun. Das ist eine Sache. Aber das ist auch nicht die Lösung von allem. Herr Janssen hat auch gesagt, man braucht Unterstützungsstrukturen, wenn es was zu tun gibt, dann auch Personal zu haben, die einem hilft, die Ideen, die man hat, umzusetzen und die das routinemäßig machen und nicht, wie man vielleicht selbst nur relativ selten macht und dann an diesen Aufgaben auch relativ viel Zeit braucht. Und dann haben wir in Berlin ein Berliner Zentrum für Hochschullehre, wo wir auch noch Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten können und wo wir qualifizieren können. Ich sage mal, wir haben aber auch unterschiedliche Gruppen. Ich sage jetzt mal, diejenigen, ich bin jetzt bald auf der Ebene mal der Lehrenden, die in künftigen Zeiten Lehrende sein sollen, die müssen, glaube ich, diese Qualifikation in ihrem Qualifikationsprozess einfach erwerben. Die müssen, wenn sie hinterher Professorinnen und Professoren oder Hochschullehrende sind, müssen die eigentlich auf ihrem Weg schon Kompetenzen mehr in diesem Bereich getan haben. Wir haben aber auch Leute, die schon dort sind. So, und dann muss man überlegen, welche Möglichkeiten kann man vielleicht einräumen, um Weiterbildungsmöglichkeiten einfach zu schaffen. Also, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie
alle 4 Jahre vielleicht auch da das Deputat zu reduzieren, ja, um quasi zusätzlichen Kompetenzerwerb zu machen. Da gibt es aus meiner Sicht noch relativ wenig, aber das wären Möglichkeiten, in der Freiräume geschaffen werden, um die Aufgaben zu erfüllen. Tauschen Sie sich eigentlich auch mit anderen Ländern zu dem Thema aus? Das würde mich mal interessieren. Sie werden überrascht sein. Ja. Es gibt eine, das hört sich jetzt wieder so strukturell an, aber es gibt eine Kommission der KMK, die dazu auch Eckpunkte formuliert hat, die sie dann wieder auf die Ebene der Ministerinnen und Minister gesetzt hat. Und also da gibt es inhaltlichen Austausch. Wir beraten aktuell ganz intensiv die Entwicklung um KI. Ja, die wir hier noch gar nicht benannt haben, was das alles für Auswirkungen hat, was ich noch gar nicht übersehe, was das mal in Auswirkungen hat. Also wir sind da in einem engen Austausch. Nun ist der Bildungsföderalismus so, dass das, was wir zu regeln haben, die Länder einzeln regeln, aber wir den Erfahrungsaustausch machen und eigentlich versuchen, dort von den Erfahrungen der anderen eigentlich auch zu profitieren. Also das gibt es und regelhaft. Wir hatten, manche erinnern sich vielleicht gar nicht, vor der Pandemie in Jahren 18 oder 19 hatten wir auch 3 große Konferenzen, die die KMK an Hochschulen ausgerichtet hatte. Eine war an der Uni Mainz, ich glaube, die anderen waren in Hannover und Hamburg, wo wir gerade solche Fragen irgendwie mit Blended Angeboten und so thematisiert hatten im Rahmen von Bildung für die digitale Welt. Und also der Prozess ist schon länger. Der Prozess ist quasi langsamer geworden während der Pandemie, weil Zusammenarbeit plötzlich, weil es andere Schwerpunkte gab. Aber er hat jetzt wieder zugenommen und das ist auch die Herausforderung, die ich jetzt beschrieben habe. Die Zeit, die jetzt da ist, ist die Zeit, wo eigentlich Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit diese förderlichen Entwicklungen dann auch funktionieren können. Okay. Ich würde jetzt gerne noch auf ein anderes Kernergebnis kommen, nämlich das, ja, na klar. Ich habe mich jetzt ein bisschen provoziert, wenn ich darf. Also ich frage mich, ich sage es jetzt mal so, ich frage mich, ob wir nicht, also ich verstehe natürlich die Föderalismuslogik und so, aber wir sehen ja in anderen Ländern, dass gerade im Bereich der Digitalisierung, auch was Infrastrukturen angeht, eben Länder oder Regionen, das sind dann keine Bundesländer, zusammenarbeiten, weil sie sagen, es gibt bestimmte infrastrukturelle Lösungen, die können wir jetzt mit Blick auf die Hochschulen 365 Mal diskutieren oder Ähnliches, aber wir könnten auch Effizienz ins System bringen und indem wir sozusagen gemeinsame Entscheidungen treffen. Ich sage das nochmal so, weil ich glaube, wir verlieren da schon auch ein bisschen Geschwindigkeit, wenn wir in dieser Logik bleiben. Und ich gebe noch mal ein Beispiel mit einem Bundesland. Die haben jetzt eine Ausschreibung zu einem Infrastruktur-Digitalisierungsthema und die Anforderung ist, sie müssen sich mit einer anderen Hochschule im Bundesland zusammentun. Und da würde ich sagen, hey, das ist echt unambitioniert. Also, ne, und das ist jetzt ein bisschen polemisch, sehen Sie es mal bitte nachhängend. Aber ich glaube so die, wir brauchen, glaube ich, schon, wenn wir schneller werden müssen, da irgendwie eine andere Form der Zusammenarbeit. Und zwar nicht bei allen Themen, aber ich glaube, bei bestimmten Infrastrukturthemen, weil wir sonst auch so ein Flickenteppich werden und auch im Sinne mit einer internationalen Brille vielleicht dann auch ineffizienter werden. Und vielleicht wäre das ein Wunsch an die Länder, den man nochmal formulieren könnte, ob nicht diese Auseinandersetzung mit, was nehmen wir mit dem Digitalisierung, oder jetzt KI ist ja sozusagen die nächste Disruption, die kommt, die Frage stellt, was heißt das fürs Lernen insgesamt? Wo brauchen wir vielleicht mehr als voneinander lernen, vielleicht eher in Richtung miteinander handeln? So vielleicht in der. Dann würde ich da mal bei bleiben. Also vielleicht sagen wir, okay, für die neue Disruption lernen wir ein bisschen aus der Pandemie. Was bräuchte es denn, um so eine große Veränderung tatsächlich gemeinsam zu orchestrieren? Also das müsste ja irgendwie gesteuert werden. Würde ich fast am liebsten zurückgeben an Herrn. Ja, dann gebe genau, ich es zurück. Genau, die Frage, die was sind so die, wir haben so eine interessante Debatte bei uns zu Roadmaps, was sind so die Katalysatoren und wer müsste es orchestrieren? Mhm. Ne? Und wahrscheinlich irgendwie politischer Akteur müsste es ja orchestrieren. Ich werde es auch nicht bunt sagen. Also ich weiß gar nicht, ob das so von oben kommen muss. Die Frage ist ja, ob man das eher, die Länderkoordination lebt ja davon, dass es von unten lebt.
So, und vielleicht ist das auch eher eine Lösung. Jetzt haben Sie mich mehrfach provoziert. Also der Bund ist gar nicht von oben, ja, weil für Bildung sind wir zuständig. Der Bund ist rechts oder links, wie man das so sieht. Ja. Wir sind ja keine nachgeordneten Institutionen, sondern wir sind als Länder diejenigen, die für Bildung zuständig sind. Und bei überregionaler Bedeutung, gerade im Bereich von Studium und Lehre, können wir mit dem Bund zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt nicht auf den Bund rumhacken, irgendwie steht was im Koalitionsvertrag, das ist noch nicht umgesetzt oder so. Das ist nicht mein Punkt, weil ich eher erstmal die Punkte versuche zu organisieren, wo man zusammenkommt und was wir auch selbst regeln können. Beim nationalen Höchstleistungsrechten ist es mit dem Bund in der GWK eigentlich sehr gut gelungen, weil wir bundesweite Rechenzentren gemacht haben und auch da Rechenbedarfe bereitstellen, auf die Hochschulen zugreifen können. Ja, also da haben wir quasi Angebote geschaffen, die auch länderübergreifend sind. Das ist auch ein abgestimmtes Projekt. Das ist sehr gut. Bei den anderen Sachen, ich bin Abteilungsleiter, ich rede sehr viel mit den Präsidentinnen und Präsidenten meines Landes, ist es für mich eine Herausforderung, mit den Hochschulen gemeinsame Projekte zu machen, weil Hochschulen sehr stark institutionell funktionieren. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist erstmal eine Beobachtung. So, und dann sage ich natürlich immer auch, wo machen wir eigentlich Lösungen gemeinsam, weil nicht jeder muss das irgendwie neu erfinden. Ich weiß auch, wir haben ganz unterschiedliche Größen der Hochschulen, also kleine künstlerische Hochschulen, wir haben mittelgroße HAW und große Universitäten, die haben auch unterschiedliche Bedarfe. Trotzdem führen wir die Debatte. Wir haben in Berlin so ein Qualitätsforum Studium und Lehre eingeführt, wo wir quasi inhaltliche Themen diskutieren und dann auch überlegen, wie man gemeinsam arbeiten kann. Aber das ist erstmal schon eine Herausforderung, das mit den verschiedenen Einrichtungen eines Landes zu machen. Und eine Herausforderung im Bildungsföderalismus ist sicherlich die, wenn man gemeinsame Projekte oder gemeinsame Bedarfe erkennt, sie umzusetzen. Das ist einfach eine feste Beobachtung, die wir haben und die in der Vergangenheit dann funktioniert hat, wenn der Bund gesagt hat, wir sehen das eigentlich auch so, wir machen was zusammen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, Bund, jetzt komm doch endlich mal und mach mit uns zusammen. Ja, wir haben unsere eigene Verantwortung. Meine Wahrnehmung ist, ich war 10 Jahre für den Hochschulpakt zuständig. Das war ein riesen gemeinsames Projekt, was man gemeinsam auf die Beine gestellt hat, weil man gemeinsam Herausforderungen einfach hatte, die erkannt hat und gemeinsam umgesetzt hat. Und das ist dann die Ebene, wo es, glaube ich, leichter fällt, wenn man den Bund mit an Bord hat, um diese Herausforderungen, die Frau Frank angesprochen hat, dann auch wirklich anzugehen. Herr Janssen, Sie haben schon mehrfach den Finger gehoben. Ich gebe Ihnen recht, das ist definitiv sinnvoll, dass man da zusammenarbeitet und nicht diesen Flickenteppich beieinander einfach so bestehen lässt. Man sollte das tun, was sinnvoll ist. Ich würde ein bisschen kleinere Brötchen backen und ein Beispiel aus dem Bundesland Schleswig-Holstein bringen. Da war das nicht so, dass das Ministerium auf uns zugekommen ist, sondern aus den Hochschulen selbst heraus war der Impuls. Und wir haben gesagt, aufgrund dieser, ich nenne es mal, speziellen Notlage, die wir da hatten durch Corona, es ist einfach sinnvoll, dass wir die organisationalen Denkweisen, die wir sonst gerne an den Tag legen, zur Seite legen und gucken, wie kann man gemeinschaftlich möglichst viel zusammentun. Da mag ich das Hochschulforum Digitalisierung explizit auch nochmal loben. Durch diesen Peer-to-Peer-Dialog zur Strategieberatung war es uns natürlich auch möglich, dass wir auf quasi neutralem Terrain da mal sondiert haben, was ist da möglich. Und waren immer aber so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen zwar einen Digitalverbund Schleswig-Holstein, Entschuldigung, Schleswig-Holstein und da das Beste rausziehen. Es gibt auch eine gemeinsame Geschäftsstelle. Aber trotzdem, wenn wir feststellen, in dem oder jenem Punkt wollen wir nicht gemeinschaftlich, dann muss jedes Haus auch das Recht haben, ihre eigenen Ideen dann entsprechend umzusetzen. Dann bleibt das eben so. Solange wir diesen Freiheitsgrade grundsätzlich den Organisationen geben, muss man das auch irgendwie handhaben. Ich glaube, es ist immer besser, wenn man das kollegial macht, als wenn man da von oben irgendwas drauf propft. Von oben drauf, da würde ich tatsächlich jetzt immer bleiben wollen bei dem Thema. Genau, es gab ja eben dieses Ergebnis des Monitors auch, dass das jetzt Chefinnensache geworden ist. Nun haben wir aber ja auch die Freiheit der Lehre und da, ich bleibe noch einmal bei Ihnen, Herr Janssen, da würde mich auch interessieren, inwieweit haben Sie denn da überhaupt Möglichkeiten, sozusagen jetzt diesen Prozess weiter zu gestalten oder wie ist es von Ihrer Seite möglich?
Ja, also das ist natürlich ein Spannungsfeld, gar keine Frage. Und im Grunde genommen kann man nur Prozesse moderieren und schauen, welche guten Beispiele gibt es, das dann auch plausibel machen, dass das ein guter Weg ist, den man beschreiten kann. Vorgaben taugen nichts. Ich glaube, man kann Leute damit auch nicht gewinnen. Und abgesehen davon gibt es tatsächlich rechtliche Schranken, dass man nicht so tief in die einzelne Lehrveranstaltung reingreifen kann und auch sollte. Ich glaube, das darf man sich nicht anmaßen, als Hochschulleitung zu denken, man weiß besser, wie eine einzelne Veranstaltung organisiert werden kann. Mhm. Alina Diminger, wie ist das denn im Konkreten so in der Lehre? Hast du das Gefühl, du wirst gehört von den Lehrenden mit den Wünschen? Also es ist ja dann quasi auch oft einfach zwischen euch sozusagen, ne? Also das ist wirklich wieder echt abhängig vom Professor oder von der Professorin, inwiefern sie letztendlich die Evaluationen und das Feedback irgendwie annehmen und anmerken. An meiner Hochschule ist es so, dass wir immer nach jedem Modul eine Evaluation machen und dann können wir dann noch mit dem Verantwortlichen letztendlich einen Austausch gehen, wir Studierende. Also das ist auch ein sehr schönes Angebot, was geschaffen wird. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, dass man jedes Mal auch das Gleiche wieder sagt, also weil wirklich es nicht richtig ankommt, was wir einfach auch dann natürlich sehr, sehr schade finden. Wie gesagt, immer noch sehr abhängig. Es gibt sehr ambitionierte ProfessorInnen und Professoren, Lehrende, die wirklich probieren, alles umzusetzen, dass es uns Studierende gefällt. Da kann ich aber halt, wie ich jetzt schon mal gesagt habe, einfach nur nochmal sagen, zieht die Studierenden bei strategischen Themen mit ein. Man kann super gut eine Evaluation der kompletten Lehre machen und schauen, was wünschen sich die Studierenden, inwiefern sie wirklich lieber Blended Learning haben wollen, was sie eher in Präsenz haben wollen und da wirklich mit diesem Feedback zu arbeiten und das auch wirklich ernst nehmen. Das ist nämlich auch halt sehr, sehr wichtig. Wir Studierende machen das dann oft ehrenamtlich. Letztendlich ist es unsere Freizeit und wir möchten die Lehre und die Qualität verbessern. Und das sollte letztendlich, was wir dann auch machen, welchen Input wir geben, sollte gehört werden und auch ernst genommen werden. Ja, Julius. Ja, ich wollte noch mal einen Punkt loswerden. Also ich glaube, wir dürfen jetzt irgendwie nicht den Schub verlieren, weil da kommt, glaube ich, auch weiterer Druck von außen. Kann ich gleich noch mal was zu sagen, warum. Und wir müssen wahrscheinlich auch mal Glaubenssätze in Frage stellen. So dieses Deckmäntelchen von Freiheit von Lehre, also es ist ja irgendwie nicht Freiheit, schlechte Lehre zu machen, soll es ja nicht sein. Und irgendwie dann gibt es dieses Mantra von der Einheit von Forschung und Lehre und das führt uns dann zu so Konstrukten wie, wir haben eine Lehrverpflichtungsverordnung. Klingt schon wie ein Monster, ist ein Monster. Wir haben ein Lehrdeputat, da versuchen wir irgendwie Detailsteuern alles abzurechnen, haben da versucht, während der Pandemie noch reinzuflicken, irgendwie damit Online-Lehre stattfinden kann. Und da frage ich mich, führt uns das eigentlich weiter? Also wenn ich jetzt mal so überlege, wir haben irgendwie ja Fachbereiche, warum kann ich so einen Fachbereich irgendwie, lass es ein Lehrdeputat sein, kriegen oder so und sagt, na, du machst doch so tolle Lehre, dann mach doch Lehre, dann forsch doch vielleicht ein bisschen weniger. Du bist eine echt gute Forscherin, dann spezialisier dich doch vielleicht, mach eine Professionalisierung. Dann sind wir auch ganz schnell in dieser Diskussion, was sind denn eigentlich Karriereperspektiven für einen wissenschaftlichen Nachwuchs? Also muss das sozusagen der eine Weg in die Professur sein oder gibt es da die Professionalisierung, dass ich halt in die Lehre gehen kann? Ja, wir haben auch Lehrpersonal, was teilweise unbefristet eingestellt ist, aber ich glaube gar nicht in der Breite, wie wir es vielleicht brauchen. Und warum kann das nicht eine Professionalisierung sein? Und dann kann ich vielleicht auch so Glaubenssätze ein bisschen über Bord werfen mit der Einheit von Forschung und Lehre. Das schließt ja nicht aus, dass irgendwie die Superforscherin auch in der Masterveranstaltung vielleicht noch ein Modul macht und so weiter. Da sind ja Spielarten denkbar, aber warum kann sowas nicht ein Fachbereich am Ende des Tages entscheiden, wenn wir da irgendwie eine vernünftige Logik finden, dass da sozusagen eine Verrechnung irgendwie stattfindet und dass es sich nicht komplett im luftleeren Raum bewegt. Und ich glaube, irgendwie so müssen wir ran und auch aus diesen Boxen raus. Du hattest es eben so ein bisschen gesagt mit auch Föderalismus, hatten wir jetzt eben schon ein bisschen gehört aus dieser Länderbox, aber aus diesen alten Glaubenssätzen müssen wir, glaube ich, so ein bisschen rauskommen und eher von dieser Zielperspektive denken, was wollen wir denn eigentlich? Wie ist denn dein Eindruck, Andrea, diese Glaubenssätze in den Hochschulen? Also kannst du das wiederfinden oder ist da eigentlich vielleicht doch schon mehr in Bewegung als... Genau, also das
Ich glaube, es ist schon viel in Bewegung. Vielen Dank auch nochmal, Jansen, für die sozusagen andere Art der Orchestrierung. Mir ging es im Kern nicht um Bund, Land, mir ging es um Orchestrierung. Und die Frage ist, wo kann, auf welchen Ebenen das für welche Themen Sinn machen? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Glaubenssatz. Also heute Morgen haben wir gehört, Arbeiten in Netzwerken kann Mehrwert bringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundidee. Wer kann eigentlich welche Themen so orchestrieren, dass wir nicht nur Einzellösungen haben? Das war eigentlich vorhin mein Punkt. Ich glaube schon, dass die Hochschulen da sehr in Bewegung sind, aus ganz unterschiedlichen Treiberkräften, da haben wir ja jetzt auch schon so ein bisschen was gesammelt. Ich glaube, was mich, du hast ja auch gefragt, wo ist Handlungsbedarf, um da weiterzukommen, so was ist so da der Rahmen, und ich habe nochmal so ein bisschen geschaut, oder ich denke, oder ich würde so unter den Überschrift stellen, vom Projekt in die Diffusion oder in die Breite. Also was wir hier haben ist, wenn wir so verschiedene Ebenen der Innovation der Lehre angucken, wir haben unglaublich viele Einzelpersonen, die innovativ sind, und Projekte, die Innovation anstoßen. Und dadurch ja auch eine gute, jetzt durch die Stiele, eine gute Förderinstitution, die da dran bleibt sozusagen. Das heißt, diese Projektebene scheint erstmal nicht so das Riesenproblem zu sein. Und dann haben wir in der Evaluation unserer Innovationen, unserer Fellowships in der Hochschullehre gesehen, dass aber diese Frage, wie innovationsfreundlich und vielleicht auch wie absorptionsfähig ist eine Hochschule für solche Projekte, auch eine interessante Frage ist. Also ich bin als Lehrender in der Mega-Verantwortung, mache da mein super Projekt, und dann ist die Frage, aber wer nimmt mir denn die sozusagen Verbreitung in die Hochschule ab? Bin ich dann immer noch als Lehrender selber verantwortlich, auch noch alle anderen Kollegen zu überzeugen und Kolleginnen, dass es super ist, und zu überlegen, wie das reinpasst? Oder gibt es wie so ein Innovationsmanagement, ich nenne das jetzt mal so, in der Hochschule, die auch an irgendeinem Punkt sagt, jetzt sind wir als Institution verantwortlich, auch aus den guten Erfahrungen etwas zu übersetzen, sei es in der Qualifizierung, andere Kollegen an die Hand nehmen, technische Voraussetzungen schaffen, um eben Innovation auch in die Breite zu tragen. Also diese innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen, das ist nochmal ein Punkt, wo ich glaube, das ist, kann nicht die Politik machen, das macht nicht der einzelne Lehrende, sondern das ist so Stichwort Chefinnen-Sache. Da muss vielleicht auch die Hochschulleitung Menschen identifizieren, die sich dafür verantwortlich fühlen, Räume schaffen, die das ermöglichen. Also das ist so ein Punkt. Und das zweite Beispiel, das hatte ich jetzt in der Mittagspause, fand ich auch gut. Aus Projekten können ja auch Serviceleistungen entstehen für viele Lehrende. Also da wird ein Medienbildungsort aufgebaut, und der dient dann als Servicestruktur für verschiedene Studiengänge oder Lehrende. Also auch mal so denken, immer vom Projekt in die Breite. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht so richtig gut. Wir haben eher so schlechte Verstetigungsperspektiven von innovativen Projekten. Und da habe ich jetzt auch noch keine Lösung, aber ich glaube, das ist eine institutionelle Aufgabe, zu überlegen, welche Projekte sind uns so wichtig, dass wir die Innovation in der Hochschule in die Breite tragen. Herr Jansen, Sie zustimmt. Um dem mal Worte zu verleihen, diesem Nicken. Also das sehe ich auch so. Dieser Gedanke gefällt mir sehr gut, das aus dem Projektischen wirklich auf die Organisationsebene herauszuheben. Und ich glaube, es geht wirklich darum, systematisiert die optimale Lösung zu finden und das nicht dem Zufall oder den Einzelnen zu überlassen, auch wenn ich glaube, dass die Studierenden da im Prinzip durch sowas wie Evaluation der Lehre sehr gute Möglichkeiten haben. Wenn das aktiv genutzt wird und immer wieder darauf hingewiesen wird, naja, der Stiefel, der da gefahren wird, ist vielleicht nicht der richtige, sondern das kann man in die oder die Richtung mehr lenken. Da gibt es dann ja auch im Haus immer wieder genügend Beispiele, die man sicherlich auch nochmal systematisch als Hochschulleitung unterstützend nach vorne stellen kann und sagen kann, schaut mal in die Richtung, da wurde das bei folgender Lehrveranstaltung so gemacht und hier hat man es sogar mal geschafft, ein Labor zu digitalisieren. Das sind dann ja Beispiele, von denen andere Leute lernen können. Aber diese Systematisierung ist, glaube ich, die riesengroße Aufgabe der nächsten Zeit, damit es eben nicht verpufft. Herr Hingst, haben Sie eine Idee, diese Systematisierung politisch auch zu begleiten? Also für mich ist erstmal der Dialog die Grundform, um zum Ergebnis zu kommen. Ich will aber nochmal erstmal mit dieser Projektform nochmal reden. Also wir haben in den letzten Jahren so viele Fortschritte erzielt. Wir haben, nachdem es 10, 15 Jahre darum ging, ob wir irgendwie eine bundesweite Institution schaffen können, die Lehre unterstützt, ist es nach vielen Jahren gelungen, mit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre endlich mal sowas zu machen. Und das erste große Projekt, was die auf die Beine gestellt haben, war direkt ein Großprogramm zur Digitalisierung. Und da entstehen gerade unwahrscheinlich viele Erfahrungen. So. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, systematisieren,
Wie machen wir das eigentlich jetzt mit den Erfahrungen? Was hat sich bewährt? Wie bewerten wir das? Und was kann man übertragen? So. Und es ist in der Pandemie, es ist unwahrscheinlich viel experimentiert worden. Wir sind im Augenblick an diesem Punkt, wo wir sagen müssen, aha, was führt denn zu, vorhin haben, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, gesagt, was den Lernerfolg zum Beispiel stärkt. Wo kommen eigentlich die Erkenntnisse, was erfolgreich ist, was wir fortsetzen wollen? So, und ich glaube, diesen Dialog kann man auf verschiedenen Ebenen führen, wie hier, wo wir jetzt gerade sitzen. Ja, aber auch wir Länder tauschen uns darunter aus. Aber ich glaube, im Endeffekt muss der Austausch dann wieder stattfinden zwischen auf der einen Seite Land, auf der anderen Seite Hochschulleitungen und dann quasi Leute aus den Hochschulen, wo dies gemacht wird. So. Und dann muss man, wenn man das dann erkannt hat, wo man sich strukturell weiterentwickeln will, dann muss natürlich auch der finanzielle Rahmen geschaffen werden, dass es halt über die Projektphase hinausgeht, weil das ist natürlich das Problem der Projektphasen, dass wir oftmals dann irgendwelche Programme haben mit befristetem Personal und dann läuft das Projekt aus und dann sind gute Erfahrungen verloren gegangen. Das darf jetzt halt nicht passieren und ich glaube, das ist die Herausforderung. Aber dazu müssen wir erstmal wissen, was sind die Sachen, die jetzt gerade entstehen, die wir dann sagen, das ist der Wert, der soll für die Zukunft gute Lehre stärken von digitalen Instrumenten. Herr Jansen. Aufgreifen darf. Qualitätspakt Lehre. Die Mittel, die da vorhanden waren, wenn die in der Zeit von Corona noch zur Verfügung gestanden hätten, wären wir wesentlich geschmeidiger durch die Krise gekommen. Herr Hengst. Schwierig, weil, also sagen wir so, es gab ein Bund-Länder-Programm, das mit sehr starken Bundesmitteln betrieben wurde. Und ich bin dem Bund dankbar, dass er über viele Jahre das gemacht hat. Ich muss aber sagen, wir in Berlin haben alleine ad hoc 30 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um die Hochschulen bei diesen Aufgaben zu unterstützen. Und ich weiß es ist in anderen Ländern, dass es auch passiert ist. Es haben sich sehr viele Programme ad hoc gebildet. Das Problem ist, wir haben ad hoc viel Geld bereitgestellt, damit wir die Hochschulen unterstützen in einer Situation, wo eigentlich alle nicht darauf vorbereitet waren. Dann haben wir jetzt in Berlin nach Corona ein Programm gemacht, wo wir jetzt gerade Breitband stärken, wo wir Glasfaser stärken, wo wir den Hochschulen nochmal nach dem Baukastenprinzip geben, was zu tun. Aber das ist noch nicht die Lösung von allem, sondern wir sind jetzt an der Herausforderung, nach vielen Projekten das in die verstetigten Hochschulalltag zu bringen. Das ist die Herausforderung. Ich glaube nur, uns fehlen noch ein paar Erkenntnisse von dem, was wir in Zukunft verstetigen wollen. Und es wird immer auch dynamisch sein. Aber das ist die Herausforderung zu sagen, wenn wir eine andere Hochschulwelt wollen, dann muss sich das natürlich auch hinterher in den Alltagen der Hochschulen und natürlich auch in dem, was man unterstützt, abbilden. Genau. Um zu wissen, was macht Sinn zu verstetigen, sind wir ja auch hier, sind wir im Austausch. Und ich hatte ja zu Beginn so diese Frage aufgeworfen, gab es jetzt den Digitalisierungsschub oder gab es ihn nicht? Ich würde das jetzt mal so zusammenfassen, dass ja, es gab ihn, so ein bisschen ungeteilt die Meinung noch, in welcher Intensität oder in welcher Qualität vielleicht, aber es gab ihn und vielleicht könnten wir für die nächste Disruption, die da jetzt durch die neuen technischen Veränderungen ansteht, doch vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen und gucken, was kann man vielleicht beim nächsten Mal noch besser oder anders machen. Ich möchte jetzt gerne allen nochmal die Möglichkeit geben, kurz mit mir eine Zeitreise zu machen zum Abschluss. Ist nicht abgesprochen, ich überrasche Sie jetzt alle. Aber Sie haben damit vielleicht alle nochmal die Möglichkeit, auch einen Punkt zu machen. Sie dürfen in eine Zeitreisemaschine sich setzen und in einen Zeitraum Ihrer Wahl reisen, um nochmal zu studieren. Sie können gerne 10 Jahre zurück, 100 Jahre zurück, vielleicht auch 50 Jahre in die Zukunft, 100 Jahre in die Zukunft. Und ich fange mal hier an bei Julius David Friedrich. Wenn du jetzt dich in deine Zeitmaschine setzen würdest, wohin würdest du reisen wollen und warum? Um nochmal zu studieren. Tja, jetzt werde ich am Anfang ins kalte Wasser geworfen und die anderen haben Bedenkzeit. Sorry.
ich reiß mal hoffnungsvoll 10 Jahre in die Zukunft und greife mal so eine Disruption und den Gedanken auf. Wir haben ja sowas wie ChatGPT und dass das irgendwie auch Bestehendes in Frage stellt. Und das hat Bestehendes in Frage gestellt und ich komme in eine Hochschule, die wirklich das Thema Kompetenzorientierung ernst nimmt, wo ich irgendwie projektbasiert, kollaborativ, gemeinsam lehre, Digitalisierung eine selbstverständliche Rolle spielt, wo aber Präsenz auch eine selbstverständliche Rolle spielt. Und ich arbeite sehr stark an einem schönen Campus in einem Projektteam zusammen und erlebe nochmal ein ganz anderes Studium. Cool, da würde ich gerne mit einsteigen. Ich mache direkt hier weiter, Andrea Frank. Okay, wenn du jetzt 10 Jahre weiter reist, dann reise ich mal 30 Jahre weiter. ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ich würde eher so sagen, wie ich mir das dann doch vorstelle. Also wenn ich 30 Jahre weiter reise, bin ich möglicherweise eher in einem Hochschulsystem, wo die Hochschule Bildungsangebote orchestriert oder kuratiert für Menschen, die mit unterschiedlichen Bildungsbedarfen vielleicht an den Ort kommen, vielleicht aber auch nicht. Aber mit Blick auf ihre eigenen sozusagen Kompetenzanforderungen eine aufregende Lernumgebung finden, so würde ich es mal nennen. Und das schließt digital-analog ein, sehr stark sozusagen ausgerichtet an den Bildungsbedarfen, die wir in der Gesellschaft dann haben, als sozusagen Erststudierende, aber auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über eine Arbeitsbiografie hinweg. Spannende Reise. Herr Jansen, würden Sie überhaupt noch mal studieren wollen? Oh, klar. Also man kann. Ja. Übrigens, man darf tatsächlich auch ins Hier und Jetzt reisen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich finde, Studium ist ja, und wie Hochschulen organisiert sind, immer auch Abbild der Gesellschaft. Und ich finde, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Und es ist nun mal, wir hatten jetzt gerade eine sehr schwierige Phase durch diese Corona-Pandemie, da ist wirklich sehr viel in Wandel geraten. Aber ich rede ja nicht von Studieren vor 3 Jahren, sondern Studieren im Hier und Jetzt. Ich glaube, das wäre das Allerschönste mit dem Wissen von dem, was man jetzt hat und auch mit dem Wissen darum, wie sehr man sich selbst in die Gestaltung von Studium mit einbringen kann im Hier und Jetzt. Super. Du bist ja noch mittendrin sozusagen, ja. Darf jetzt trotzdem noch mal Zeit reisen. Wo also, geht's hin? Ich persönlich finde es gerade wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist wirklich auch spannend, die Herausforderungen zu haben, ehrlich gesagt, auch den Schwung, auch den Umschwung mitzubekommen. Aber ich glaube, mich würde das Jahr 2030 noch ein bisschen mehr interessieren, wenn dann nochmal solche anderen Megatrends wie Lifelong Learning, Individualisierung nochmal mehr an den Hochschulen präsenter ist, auch das Thema Micro-Credentials und Badges. Aber dann auch hoffentlich, dass man noch mehr das Gefühl hat als Studentin oder Student, dass man mit den Hochschulleitungen, mit den Mitarbeitenden auf Augenhöhe kommunizieren und reden kann, dass sie wirklich überall in den Gremien vertreten sind, dass sie ernst genommen werden, dass es wertgeschätzt wird. Vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mit auch einer finanziellen Unterstützung auch vielleicht dabei sein können, um sich überhaupt ein Studium leisten zu können, weil es ist halt auch nicht immer möglich, dass man nochmal alle Zielgruppen noch mehr abholt. Hoffentlich wird es in 7 Jahren ein bisschen anders noch als jetzt. Stimmt, das ist ja schon in 7 Jahren. Das geht so weit. Ich bin motiviert. Ja, das ist klar. Ja, Herr Hingst, welches Jahrzehnt oder welches Jahr geben Sie ein in der Zeitreisemaschine? Auch das heutige Jahr. Weil in 10 Jahren werden wir ganz andere Debatten haben, werden sagen, diese Möglichkeiten gibt es dann und dann. Und dann wird man sagen, ist nicht in weiteren 10 Jahren ist irgendwie alles viel toller. Ich würde mich darauf gar nicht konzentrieren. Ich finde, studieren, sich mit Wissenschaft, mit neuen Dingen neugierig auseinanderzusetzen, ist toll. Ich würde gar nicht warten wollen, sondern ich würde sagen, dann jetzt. Alles klar. Genau. Die nächste Frage, was würden Sie noch mal studieren wollen? Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank für all die tollen Gedanken und Impulse. Und ich glaube, was man festhalten kann, egal ob 2030 oder im Hier und Jetzt. Übrigens freue ich mich, dass niemand in die Vergangenheit reisen wollte. Also das gute alte, früher war alles besser, scheint hier auf jeden Fall nicht der Tenor zu sein. Was man festhalten kann, ist, dass die Vernetzung, der Austausch, essentiell ist für die Wünsche, die dann vielleicht 2030, dass diese Vision hoffentlich dann auch Wirklichkeit wird. Und dazu möchte ich Sie alle ermuntern, weiter dran zu bleiben und die Impulse, die wir jetzt hier durch das Podium auch nochmal
aufs Tableau gehoben haben, weiter auszudiskutieren und im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank an meine Gäste und wir machen jetzt eine kurze Pause und sehen uns hier auf der Mainstage wieder. Ich muss kurz gucken, genau, um 14.25 Uhr. Und ich darf Sie jetzt darauf hinweisen noch, dass auf der Pausenstage jetzt eine kleine Meditationssession stattfindet. Bei den ganzen Impulsen, die hier kommen, ist es vielleicht ja auch ganz nett, noch mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und weiterhin natürlich Malte Persicke, der in der Lobby Menschen interviewt. Viel Spaß dabei und wir sehen uns hier von Berlin aus dann gleich wieder. Bis dahin.